Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem RB-Projekt zusammen mit dem Herrn Julian Seidebacher. Ja, grüßt euch. Servus. Und mit mir Zimmermann. Ah, ja, der Kollege ist ja noch unterwegs. Ja, der Funkkorb ist verbunden. So, Herr Zimmermann, ich bin fertig geworden mit dem Einsammeln. Ja, hier müssen, komm, wir gucken mal zusammen hier, was wir so zusammengebracht haben. Schauen wir ja, mal. Ja, wir gucken mal. Boah, müsste direkt laufen hier. Bin fertig geworden, Beine sind eingeschlafen auf dem Traktor. Brauchst du gar nichts mehr machen, wirklich. Schau ich mal nach. Ach du Schreck. Raten Sie mal. Ich sag 100.000 Liter habe ich jetzt eingesammelt. Ja, 128.000 habe ich jetzt zusammengearbeitet. Echt? Habe ich ja Heuvorrat bis zum nächsten Jahr mindestens. Ja, ja. Jetzt müssen wir mal langsam die Tiere auch mal kommen, hä? Ja, die habe ich tatsächlich noch gar nicht bestellt, weil ich wollte die ja bestellen, sobald der Baum weg ist. Ach so, ja, das wird jetzt auch am nächsten Tag oder so gemacht. Oktober haben wir gesagt. Genau, ja, Oktober ist ja bald. Ja, ja. Und deswegen. Ich habe auch noch mir überlegt hier, ja, wir hatten ja diesen Feldskandal, ne? Ja, ja. Ich habe mir jetzt überlegt, wir sehen einfach auf dem Feld vom Lohnunternehmer auch Gras an und dann grob halt eben ein Feld wieder um oder so. Dann, das war natürlich auch ganz mies, ey. Ich fand das lustig eigentlich. Boah, kann man machen. Ja, also das sind dann die Pläne. Ja. Boah. Und ab Oktober können wir auf dieser Wiese, die wir hier oben beim anderen Feld, da haben wir auch noch, da haben wir auch noch so dumme Bäume mitten im Nirgendwo stehen. Ja, ja. Kann man die natürlich auch abmähen, oder nicht? Ja, die würde ich aber selber machen. Die sind ja nicht so groß, würde ich mir sagen. Na klar, alles cool. So, Herr Julian Seidebacher. Was ist los, Dominik? So, das Feld ist gleich fertig. Du darfst dann das nächste Feld machen. Sie können auch meine Sämaschine nehmen, wenn Sie wollen. Ich nehme auch Ihre, weil die ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ja. Und jetzt ist Dominik mit der Maschine gefahren. Ich sag dir ganz ehrlich, ich will das nicht benutzen, wenn der es gefahren hat. Ach so, ich hab dich gehört, du hast den Funk eingeschalten, du Klecht. Scheiße, Digga, weißt du. Mach mal kurz aus. Ja, weißt du, das ist früher immer schon so gewesen. Ich hab mal, früher sind wir mal gern Fahrrad gefahren. Da hab ich dem mal mein Fahrrad ausgeliehen, weißt du, wie das nachher aussah? Komplett voll, Felgen, alles kaputt. Deswegen, seitdem bin ich eher ein bisschen scheu oder ein bisschen vorsichtig, wenn ich dem irgendwas gebe. Ja, ja, also. Ist halt so. Ja. Aber nee, ja, dann würde ich gleich mich mal schwingen und hier das Zeug ansehen. Was wollen Sie denn da drauf haben? Soll ich das andere Feld ansehen mit Gras oder direkt oder soll ich schon weggrubbern das jetzt? Boah, also ich hätte jetzt hier oben das Feld angesehen. Was sollte denn da drauf? Raps oder was? Guck mal, der schon fährt, ey. Boah, das ist ja schon richtig weit im Wachstum, das Gras auf dem anderen Feld, ich glaube. Ich sehe dem dann Gras und dann mähe ich meins da weg vom Ja, ja, mähst du alles weg und dann kannst du das dann gucken. Grüß dich! Was ist denn, Dominik, ey? Wirklich, du bist nerviger wie irgendeine scheiß Zecke, ehrlich. Deine Arbeit wartet. Da, steig ein. Ich fahre nicht mit dem Gerät. Hä? Ich nehm ein anderes Gerät. Ja, dann. Tschüss. Mach den noch mal sauber. Ja. Ja, ich hab einen Kärscher. Ja, passt. Du bist so ein Clown. Tschüss. Ja, geh du dein Bier trinken und lass mich in Ruhe. Ach ja. So ein Blippo der Kopf. Ja. Ja, ist nicht so einfach mit so einem. Ja, ja, ich hab dich gehört, du hast immer den Funk eingeschalten, du Knecht. Ich muss mal kurz zum Feld laufen. Will mal gucken, wie weit das schon gewachsen ist, das Gras hier. Ja, soll ich dann hier oben schon mal ansehen, oder was? Ja, da hatten wir Raps drauf gesagt. Okay, dann schnapp ich mir mal Ihre Sämaschine. Ja, Saatgut steht da sogar noch, ganz ordentlich. Ja, kann ich Ihren Traktor benutzen? Ja. Ich hab dich nur immer gehört. Du bist so inkompetent, dein Ding auszuschalten. Dominik, du... ich muss mich zusammenreißen. Junge, ich hab mit dir überhaupt nicht geredet. Willst du mich verarschen oder was? Hier, Herr Seidebacher. Hä? Glauben Sie, ich soll das Feld doch noch einmal abnehmen, bevor ich das wegrubbere? Weil das hat er sogar gedüngt. Würde ich Ihnen empfehlen, ja. Aber dann haben wir noch mehr Gras für Silage. Das ist eigentlich voll schlunger. Ja. Wollen wir eigentlich so machen? Machen wir mal. Dominik, mach das ordentlich da hier. Ich kläre das. Soll schön sein.
Ja, machen Sie mal. Mach du einmal dein Fenster zu, weil sonst ist er sitzlos. Ach, ja, ist ja nicht mein Traktor, aber... Dominik, beherrsch dich mal ein bisschen. Wir sind ja immer noch bei einem... bei jemandem, bei dem wir Geld verdienen wollen. Du. Übrigens müssen wir demnächst auch jetzt nochmal mit dem Bürgermeister reden. Mal gucken, ob der jetzt das Angebot für das eine Grundstück da fertig gemacht hat. Ja, mach mal. Ja, müssen wir. Oh Mann, ey, wie hat er das Zeug denn hier hingestellt? Ja, du kannst eigentlich theoretisch den Glashing und den Frontlader dran machen, weil du musst gleich immer hier mit der Palettengabel das Saatgut mal hier reintun. Mohi. Ja. Fahr mich nicht um, Dominik. Ja, steh halt hinter mir, du Knecht. Oh Gott, ey. Also wirklich, du fährst hier was zusammen. Schau, damit du nicht gleich was anderes zusammenfährst. Boah, hier, Herr Seidebacher. Ja? Haben Sie das schon gesehen? Gucken Sie mal, was hier hinten gerade... Das wurde hingefahren, der ist schon wieder weggelaufen. Was wurde hingefahren? Vorbereitet. Oh, was ist denn hier los? Ja, wenn der Baum gefällt wird, soll das, glaube ich, sein. Ey, oder sind hier ihre Tiere drin und ich weiß, sie wissen das nicht. Ja, nee, die habe ich ja noch gar nicht bestellt. Ach so, ja dann. Dominik, hast du aufgeladen, das Saatgut? Palettengabel, wo gibt's denn Palettengabel? Ja, die steht in der Halle doch hier drin. Ja, hab wir haben gesagt. In der Halle. Ja, Entschuldigung, du hast mir nicht gesagt. Du hast nur gesagt, die soll angucken. Hier steht die doch, hier. Tut mir leid, Entschuldigung, ich komm schon. Wir haben nur, ja, wir müssen irgendwie neben einem Frontlader, glaube ich. Ja, irgendwie kriegt der Dominik schon. Da schon hin. Ja, bei ihm wird das nie was. Mach ich immer gespannt. Sei du harmoleise. Komm, mach es. Oh. Für alles, was jetzt passiert, der Zimmermann, ich, alles seine Schuld. Ja, das geht in den Leiter, oh, so ist ein Kuba im Weg. Fahr. Dann muss ich mal gucken. Oh, der Gruppe jetzt, aber keinen Meter weiter. Nee, ja, das wird nichts. Dann mach deinen mal ab, hier den Frontlader, mach den hier mal dran. Das müsste eigentlich gehen. Ist von der Konsole her. Ja, müsste eigentlich gehen. Werden wir ja gleich sehen. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal die. Mach mal runter. Mach ja ab, ja, zeig. Haben Sie Ihre schon aufgefüllt? Nee, weil Sie müssen ja gerade nach dem Schatten alles rein. Ja. Ich... Geht das oder nicht? Diesel geht doch. Ist ja ungefähr, ist glaube ich sogar. Ja, was. So, jetzt machen wir dran hier in den Laden. Muss noch ein bisschen runter machen. Oi. Oh, hier, Dominik. Und jetzt Palette holen. Hier sind sie. Ja, lass mich kurz anders reinfahren, dann mach ich das. Aber fahren wir ganz schnell in die Ecke flüchten, sonst werden wir noch Opfer eines Anschlags. Ja, ich glaube so auch. Also vorsichtig machen. Ich glaube, ich werde das Feld doch nicht unterkurbeln, aber ich habe mich schon mal geeinigt mit dem Herrn. Echt? Ja, ich werde das so. Ja, dann sehen wir sein Feld auch an. Dann könnte ich dann gleich Ihre Saatmaschine. Oh, Dominik. Hier kann ich Ihre Saatmaschine dann gleich ausleihen. Geh noch ein bisschen runter. Ja. Ist das möglich, dass ihre Saatmaschine gleich ausleiht, dann könnte ich da... Ja, ist möglich. Du musst ein bisschen rein, du hängst nur mit der Spitze vorne dran. Hält hier gleich ab, Alter. Dominik. Was, ey. Du hängst hier oben mit dem Rad hier vorne komplett in der Halle drin, ey. Ich mach... Ey, noch einen Meter weiter und mein Hallentor ist kaputt. Passen Sie. Ey, Dominik, jetzt kostet uns alles so viel Geld. Achso, übrigens, Herr Zimmermann, ich habe Ihnen noch eine Rechnung gestellt. Oh. Wegen dem Heumann. Sehr ungerne. Ja, ich kann ja nichts. Gucken wir mal hier in die Details. Kann man hier verhandeln? Kann man hier verhandeln, ich weiß ja nicht. Zahle ich mal gucken, wann das bei Ihnen ankommt. Oh, PayPal, Direktüberweisung. Oh, was ist denn hier vorne los? Oh ja. Ach du. Willst du mir den ganzen Wald wegfällen oder was? Bei dir gerät hier. Wir wollen nur einbauen.
Alle, was ist denn das für ein Laden hier? Das ist ein Sondergerät, also das ist ja. Ach du, alle Welt. Ich bin jetzt da hoch, die Maschine da. Ja. Sag. Hier, Herr Huber. Ah, hallo, Herr Huber. Maschine, ich frag aus Interesse. Aha. Was? Wie viel kostet denn diese schöne John Deere-Maschine? Die sieht ja schon sehr teuer aus. Zu viel. Ja, zu viel, glaube ich auch, aber. Ja, Herr Huber, wollen Sie eigentlich den ganzen Wald wegfällen oder wollen Sie nur einen Baum nehmen? Eben braucht die Maschine wegen der Weite. Also ich hoffe irgendwie, dass ich mit der Maschine... Sind Sie überhaupt hier hoch? Kommen Sie hier hochgesprungen oder was? Wenn Sie so viel Sprit verschwenden, ich glaube, Sie sind reich. Alter, guck dir mal das Teil hier vorne an. Jetzt immer mal. Also, ach du Scheiße, alle. Ich hab mal gemacht, irgendwie Bäume im Regen mal zu fällen. Oh, auf einmal hier... Alle, Herr Ruhe, Mann. Was macht Dominik? Oh mein Gott, wie ich das sehe. Dominik, Alter, wie schief Sie das halten hier. Da kommt doch gar nicht alles raus gleich. Ja, ei. Könnte mal jemand vielleicht wegfahren? Ja, kann ich machen, Wahnsinn. Ja, aber. Wäre jetzt ja nett. So, Dominik, kannst du eigentlich noch eine Palette holen oder wie viel passt da rein? Ach, jetzt sind wir mal, passt da noch was rein von den Behälter? Das ist eine halbe Palette, würde mir reinpassen. Ja, Dominik, kannst du ja noch eine holen und nicht? Ja, damit mit dem Rest können wir auch gleich mit sehen gehen. Weil auf der, da wo ich Gras ansehen musste. Bin gleich gespannt, wie sie hier rankommen wollen. Ich möchte dich gerade testen, Ja, also noch dürfen sie ja gar nicht hier, bitte, sonst mach ich mich strafbar. Hättest du mal den Zaun weggemacht, sag ich dir ehrlich, jetzt immer mal. Ja. Oh, doch, doch, könnte vielleicht passen. Oh. Ah, passt nicht ganz. Da fehlt doch ein bisschen was. Ich glaube, da fehlt noch ein halber Arm hier. Muss mal reklamieren, ey. Der Arm ist kurz. Ja, vielleicht wird es von hier wirklich was, von der Seite. Und wenn nicht, dann müssen wir mal den Zauber... Oder weg. Stimmt, von hinter hier. Von der Seite hier wird es gehen. Ja, nee. Da ist auch ein Baum hier im Weg. Das ist ein enger. Ja, muss der Baum halt auch weg. Also der Baum soll es ja nicht werden, sondern der hier. Ja, sonst muss halt mal einen Zaun abbauen. Mal hier reinstellen. Das hört sich aber schon sehr. Ich glaube, hier wird gerade mehr Sprit ausgestoßen. Ja, aber für die Umwelt, weißt du doch. Was ist mit dem Herrn Vogel jetzt hier? Die ist schon voll. Ja, der Baum wäre hier gar kein Problem hinterher. Nur ist der voll, ja. Ist halt. Ah, ist voll. Mensch, Herr Seidebacher. Oh ja, ich zähle dann gleich an. Wobei, ich glaube, wenn sie jetzt ausfahren, das könnte klappen. Ja, doch. Los, ja, guck mal. Schauspieler. Ja, nicht ganz. Das geht sich aus. Ich finde noch ein bisschen Kollege, was. Bitte, Gorschen, das geht sehr wohl aus. Dann müssen wir gleich mal gucken. Aha, 12 Zylinder. 50 Zylinder im Raum. Glaub, wieder am Brüllen ist hier der Kollege. Funktioniert auf jeden Fall. Ah, ich glaube, das wird nichts. Wenn nicht, ich könnte eventuell ein bisschen Erde holen, dass ich da über den Zaun drüber fahren könnte. Ja, das wäre, glaube ich, die bessere Option. Ja, glaube ich auch. Oder wir machen den Zaun einfach weg. Oder Zaun weg, ja. Ich glaube, das ist der so mit dem Haus verbunden. Na, ich glaube es auch. Ja, wird ein bisschen schwierig, den wegzumachen. Ich glaube, da ist sogar Erde schneller. Ich glaube, die Pfosten sind hier einbetoniert. Ich glaube, das wäre nicht so geil, wenn du die wegmachst. Nee. Oder sie holen sich ein ganz kleines Gerät und fahren hier durch dieses Tor hier. Na, ich glaube auch, das hilft ja auch. Schau dich mal an hier. Kommt mir direkt vor, als würde hier alles abgeholt werden. Ja, so ungefähr sieht das so aus. Alles nur für einen Baum. Ich glaube, da werde ich teure Kosten bekommen, Nebenkosten wegen diesem Baum. Allein schon wegen dem Sprit jetzt nur, wegen dem Hin- und Herfahren wird das schon. Ja, der Sprit 1000. Also da sind die Kosten von dem Heumann das geringste. Machen Sie mal einen Motor aus hier, ich will nicht so viel Spritkosten zahlen. Ja, wie kommt man hier überhaupt da hoch auf die Maschine, ey? Setz dir wirklich... am Leine, ich will ein Foto machen. Mann! Ich passe ihn da rein, ein Foto für Ihre Story hier, oder was? Kannst du nicht springen? Wow, Dominik, bleib mal da drin. Oh. Hey Dominik, ich mach mal ein Foto für Facebook. Ja, mach das einmal.
Lächel mal. Komm mal schön. Selbst sagen. Kaputt. Ach du Scheiße, die. Also, ey, die Unterarme muss man wegmachen. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, da kommt er. Oh, perfekt. Oh, ja, ja, ja. Was ist denn da vorne passiert? Hoch zu klein. Geh mal weg, bitte, ey, ich will Foto machen. Ja, 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 ja. Ja, ich steig auch noch eine, mach Foto. Ich will mein Haus nicht kaputt. Ich lächle auch, Dominik. Was? Peace. Ja, passt. Alter, das ist ein Mordsgerät, ey, das kannst du ja keinem erzählen. Ein paar Maschinen da hinten stören so, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Und wie die Special Operation da von dem Baum schellen wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.